Gleich in den TV Berlin Nachrichten. SPD will Mitgliederbefragung zur Cannabisfreigabe. Glitsch macht Tempo bei Unterbringung von Flüchtlingen. Und das Wetter über die Sonne in diesem Sommer freut sich auch die Energieagentur. Warum? Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Natürlich auch das ausführliche Wetter. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 1. Oktober. Zur Debatte um die Legalisierung von Cannabis will die Berliner SPD sich nun in den eigenen Reihen ausführlich umhören. Bereits im Oktober werde das Verfahren dazu vorgestellt, sagt der SPD-Landeschef Jan Stöß laut Morgenpost. Am Ende werde es ein klares Meinungsbild und eine verbindliche Aussage geben. Stöß ist dem Blatt zufolge aufgrund seiner beruflichen Erfahrung als Richter persönlich skeptisch gegenüber einer Freigabe. Auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller sprach sich nach Angaben der Zeitung gegen eine Freigabe aus. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte Ende Juni beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn einen Antrag auf legalen Verkauf der weichen Drogen Haschisch und Marihuana gestellt. Die Entscheidung darüber wird in Kürze erwartet. TV Berlin berichtete. Nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Berliner CDU lehnt eine Mehrheit der Berliner aber die Freigabe von Marihuana und Haschisch ab. Flüchtlinge schnell in Gebäuden unterbringen. Wenn es zu frieren beginnt, soll niemand mehr im Zelt schlafen, kündigte der ehemalige Polizeipräsident und neue Staatssekretär für Flüchtlingsfragen Dieter Glitsch an. Möglichst schnell muss der Berliner Senat nun rund 700 Flüchtlinge aus Zelten in festen Unterkünften unterbringen. Wir haben mit der Messe vereinbart, die Halle 26 als Notunterkunft zu nutzen. Ab Donnerstag beginnen wir mit der Einrichtung. Am Wochenende soll sie fertig sein, kündigte der neue Staatssekretär für Flüchtlingsfragen, Dieter Glitsch, im Interview mit der dpa an. 1000 Menschen sollen dort Platz finden. Bis Mitte Dezember sollen 3 bis 4 weitere größere Objekte bezugsfertig sein. Dazu zählen auch das ICC und Hangars auf dem früheren Flughafen Tempelhof. Mehr Geld für die Kirchen. Weltliche Allianz für den Unterricht in Religion und Lebenskunde. Der Senat, die evangelische und die katholische Kirche sowie der humanistische Verband unterzeichneten am Donnerstag eine neue Vereinbarung. Die evangelische und die katholische Kirche sowie der humanistische Verband sollen für 2016 und 2017 insgesamt 54,5 Millionen Euro an öffentlichen Zuwendungen erhalten. Das sind nach Angaben der Kulturverwaltung 6 Millionen Euro mehr als für die vorangegangene Zeit. Die Vereinbarung tritt am 1. Januar in Kraft. Denkmal für Kommunismusopfer kommt voran. Zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit wird der Deutsche Bundestag am Freitag einen Entschließungsantrag verabschieden. In diesem Antrag macht der Bundestag einen weiteren wichtigen Schritt für die Einrichtung eines Denkmals für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland. CDU-General Kai Wegner begrüßte die anstehende Entscheidung als einen Meilenstein bei der Errichtung eines zentralen Gedenkortes. Bis das Mahnmal endlich Realität ist, gäbe es aber noch viel zu tun. Deshalb sollten jetzt schnell die nächsten Schritte angegangen werden, sagte Wegner. Der Bundestag müsse Geld im Haushalt bereitstellen, damit die Planung bald aufgenommen werden könne. Notwendig sei auch eine Entscheidung über den Standort. Hier darf es keine Denkverbote geben, laut Wegner. Einschränkungen bei der S-Bahn. Wer am Tag der Deutschen Einheit raus ins Grüne will, muss wohl ohne die S2 auskommen. Vom Freitagabend an bis Montagmorgen gibt es wegen Kabelarbeiten keinen Zugverkehr zwischen Blankenburg und Bernau. Als Ersatz fahren aber Busse. Zur Umfahrung zwischen Gesundbrunn und Bernau könne aber auch der RE3 genutzt werden, teilte die S-Bahn am Donnerstag mit. Tierschutzverein kritisiert den Senat. Der Tierschutzverein erteilt dem Berliner Senat die rote Karte und bleibt dem 8. Berliner Tierschutztag am 3. Oktober fern. Somit fehlt erstmals die größte politisch arbeitende Tierschutzvereinigung, meint Wolfgang Apel, Chef des Tierschutzvereins, der auch das Berliner Tierheim betreibt, am Donnerstag. Es ist für uns nicht länger hinnehmbar, dass die unter anderem für Tierschutz zuständigen Senatoren und Staatssekretäre nicht müde werden, zu betonen, welch hohen Stellenwert der Tierschutz in der Hauptstadt hat, so Apel. Die Fakten sprechen aber eine ganz andere Sprache.
Im Koalitionsvertrag werde die Einschränkung der Tierversuche festgeschrieben. Zwei neue Tierversuchslabore seien aber das Ergebnis. Auch der Entwurf zum neuen Hundegesetz habe nichts mit Tierschutz zu tun. Ja, und auch eine Katzenschutzverordnung lehne der Senat ab. Doch nur eine verbindliche Kastrationspflicht könne langfristig das tausendfache Elend der Straßenkatzen verringern. Offenbar scheut hier der Senat die Kosten. Auch andere Themen kritisiert der Tierschutzverein. Die Pferdekutschen am Brandenburger Tor und auch das Halten von Zirkustieren. Energieagentur zufrieden mit dem Wetter. Die Sonne meint es gut in diesem Jahr. Darüber freut sich auch die landeseigene Berliner Energieagentur. Dank Traumsommer und goldenem Herbst haben wir mit unseren Photovoltaikanlagen bereits über 3 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. 10% mehr als in einem Durchschnittsjahr, sagte Geschäftsführer Michael Geißler am Donnerstag. Insgesamt verzeichnet die Agentur mit ihrer Investitions- und Beratungstätigkeit eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Im Geschäftsjahr 2014 lag der Umsatz des Unternehmens bei 13 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern bei 400.000 Euro. In diesem Jahr wird die Agentur ihre Investitionen nochmals erhöhen und für rund 3,5 Millionen Euro neue Energieerzeugungsanlagen in und auf Gebäuden errichten. 6 Blockheizkraftwerke und 3 Solarstromanlagen seien in der Umsetzung. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Auch heute Nacht bleibt der Hauptstadthimmel meist sternklar. Das Quecksilber fällt dabei zum Teil auf bis zu 5 Grad. Am Freitag setzt sich das sonnige Wetter der vergangenen Tage fort. Es bleibt dementsprechend trocken. Die Höchstwerte liegen um die 17 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Auch der Tag der Deutschen Einheit fällt noch meist sonnig aus. Ab Sonntag verdichtet sich die Wolkenlage wieder etwas. Es bleibt aber vorerst niederschlagsfrei. Das Quecksilber pendelt sich bei Höchstwerten um die 18 Grad ein. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.